Das Duell der Felder geht in die nächste Runde. Heute wird gepflanzt. Oder eigentlich sind die Kartoffeln schon fertig, könnte man denken. Nee, ist nicht so. Die haben jetzt gekeimt und die Redakteure bringen heute ihre Kartoffeln in die Erde. Allerdings, das geschulte Landwirtsauge kann sehen, dass auf der Seite der Landwirte schon ordentlich was passiert ist. Die haben nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion die Kartoffeln schon unter die Erde gebracht. Und da muss ich Dietz mal fragen, ob da vielleicht ein bisschen Angst mit im Spiel war. So, ich habe ihn mir jetzt geschnappt, den Dietz, ne? Was ist da los? Ihr habt jetzt in der Nacht- und Nebelaktion einfach schon mal die Kartoffeln unter die Erde gebracht. Warum? Also eine Nacht- und Nebelaktion war das nicht. Wir haben am 1. April mit den Kartoffeldingen angefangen, haben morgens um 8 angefangen und waren, ja, 9:15 waren wir mit fertig. Das ist schnell. Aber warum denn, warum heimlich? Warum denn nicht hier einfach mal so nebenher Duell der Felder, ja? Vorarbeit leisten, ist ja auch irgendwie gemein. Also wir hatten die Zeit einfach dafür nicht und wir haben die Notwendigkeit gesehen, dass wir jetzt anfangen müssen. Es war warm genug, der Boden hat die Temperatur gehabt, das Wetter war top und da haben wir gesagt, warum warten? Aber gibt das denn jetzt einen Vorteil für euch vom Wachstum her? Oder weil die Landwirte, die haben, die Redakteure, die haben ja schon ein bisschen vorgekeimt und bringen jetzt knapp eine Woche später erst die Kartoffeln rein. Habt ihr jetzt Vorteil oder könnt ihr jetzt erst gleich ziehen vielleicht sogar, weil ihr nicht vorgekeimt habt? Ja, wir mussten auch eher anfangen, weil wir ja nicht vorgekeimt haben. Und deswegen war die Notwendigkeit da, dass wir ein bisschen eher anfangen mussten. Wir werden mal sehen. Ich denke, 4 Wochen wird es dauern, bis die Kartoffeln jetzt aus der Erde sind. Das wird bei den Reportern etwas schneller gehen. Ich denke, so nach 2 Wochen werden da die ersten zu sehen sein. Aber dann ist der Vorteil auch schon wieder, je nach Wetterlage, entweder vorhanden noch oder hat sich in Luft aufgelöst. Also im Endeffekt war es jetzt kein richtiger Vorteil für euch, sondern die Chancen sind im Moment einfach immer noch gleich. Ja. Es hängt einfach, wie gesagt, nur vom Wetter jetzt ab, was jetzt kommt. Und wir sehen es ja jetzt auch schon wieder, der Boden hier, der ist ziemlich trocken. Wir haben jetzt Wind. Der Boden ist erosionsanfällig jetzt für Wind. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht die nächsten Tage Regen kriegen, haben wir auch schon die ersten Trockenheitsprobleme. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es auch bald ein bisschen regnet. Und dann wollen wir gleich auch nochmal schauen, dass der Chef sich jetzt auch nochmal hinter den Trecker spannt. Der hat sich ja dafür entschieden, so einen altbackschen Flug zu nehmen, sag ich mal. Und die sind da schon ordentlich am Arbeiten. Der Reckermann dann vorher gesagt, der hat es angekündigt, oh, super entspannt und es war dann doch ein bisschen schwieriger oder war es wirklich einfach Entspannung und eigentlich ganz schön mal was anderes zu machen? Das war total schön mal was anderes zu machen. Ich habe gerade schon gesagt, ich möchte gerne einmal die Woche eine Viertelstunde aufs Feld, wenn ich so richtig schlechte Laune habe. Und dann anschließend wird die Laune besser sein. Jetzt glauben alle, das macht hier auch noch Spaß. Ist es wirklich so, das dauert stundenlang und man hängt da hinterm Trecker. Ist das so bequem? Also ist es jedem mal vielleicht empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen und macht Spaß. Wir sind ja viele Kollegen, muss ja nicht nur einer alleine machen. Hier ist Teamwork angesagt. Team Reckermann auf jeden Fall ganz, ganz glücklich dabei, hier auf dem Feld mithelfen zu können. Auf dem Feld wird fleißig gearbeitet. Ja, und ich habe auch vorhin schon gesehen, Reckermann hat auch schön ordentlich gefachsimpelt. Wir gehen mal eben hin, schauen, was jetzt so heute seine Aufgabe ist hier. Moin, Chef. Moin. So, gemütlich hier, so im Schatten. Ja, ein bisschen windig, aber geht, läuft eigentlich alles. Bin sehr zufrieden. Letztes Mal wurde es noch ordentlich gelobt, auch von den Landwirten, wie gut dein Job auf dem Trecker war. Vorhin auch hier schon Maße genommen für die Kartoffeln. Was ist denn heute jetzt deine Aufgabe hier? Strategisch. Eine rein strategische Aufgabe habe ich heute, zu sehen, dass hier der ganze Laden läuft. Dort immer 2 auf dem Bock sitzen. Dass wir nicht zu schnell fahren. Ich habe mal so vorausgegeben als Marschroute 0,9 Stundenkilometer. Da müssten wir es schaffen, unsere 40.000 Belaner im Abstand von, meiner Meinung nach, 32 Zentimetern exakt
in 17 cm Tiefe hier in den Boden zu pflanzen. Und dann wird das was. Ich habe jetzt mal eine na, nicht fiese Frage, aber Frauenquote bei der NWZ, heißt das Hintern, Trecker und Kartoffeln pflanzen oder wie wird das gelöst? Ja, da gibt es ja so einen Jahresmittelwert, glaube ich, und wir haben heute übererfüllt. Ich saß nur mal für eine Bahn, Viertelstunde lang, ein Mann und sonst haben wir rein Frauenpower. Das ist, ich glaube, so eine Belana und Frau, die verstehen sich auch ganz gut von da an. Das ist unsere Taktik. Ist das, weil die Herren der Schöpfung das einfach nicht gebacken kriegen, die Kartoffeln da reinzuhauen oder warum macht ihr das? Genau. Ja. Alles klar. Ich habe mit Dietz gesprochen. Die haben ja nun irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion oder ja, morgens angefangen, anderthalb Stunden später waren sie fertig. Ja, wir haben jetzt frühen Nachmittag, ist doch ordentlich Arbeit. Wann wurde hier angefangen und wie lange soll das hier dauern? Also erstmal finde ich die Landwirtschaft ja viel verloren durch dieses hochtechnologisierte und modernisierte. In anderthalb Stunden, klar, das kann man schaffen, aber acht Stunden lang frische Luft. Vielleicht erhöhen wir gleich die Stundenkilometerzahl auf 1,1. Wir werden wohl so 10 Stunden, glaube ich, brauchen. Also eine Bahn ist eine Viertelstunde, zurück halbe Stunde. Und dann müssen ja auch noch, da stehen noch ein paar Leute, da sind die ganzen Kisten draufpacken. Ich habe auch ein bisschen Rücken jetzt vom Flügen. Ich hatte die Sitzheizung vielleicht doch zu heiß eingestellt, das ist mir nicht so gut bekommen. Von da an, aber ich koordiniere das Ganze und ja, 10 Stunden brauchen wir, hast recht. Und da soll mal einer sagen, dass der Chefredakteur Lars Reckermann nicht hinter seiner Mannschaft steht. Ne? Heute den ganzen Tag, würde ich sagen. Machst du mal ein bisschen tiefer da hinten, das sehe ich doch. Ja, ja. Das sagtest du ja auch schon in der letzten Folge, ihr habt jetzt ein anderes Gerät benutzt. Womit habt ihr denn die Kartoffeln reingebracht? Ja, das ist sogenannte Pflanzmaschine, die nennt sich All-in-One. Da machen wir quasi die Vorarbeitung für den Boden mit, wir machen die Pflanzung in einen Schritt und wir machen das Anhäufeln sofort in einen Schritt, sodass wir quasi jetzt den fertigen Damm haben und gar nichts mehr machen müssen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass man die Kartoffeln nur pflanzt, dann wartet man einen Moment, dann ist der Damm aber nur die Hälfte groß, wie er jetzt ist, und dann muss man im zweiten Schritt nochmal anhäufeln. Das machen die Reporter aber auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie es machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt beide dieselbe Systematik gemacht. Wir haben halt eben jetzt die Vorarbeitung für den Boden noch im Gerät mit dabei gehabt. Aber man muss ja dazu sagen, die Redakteure, ne, die fassen ja noch jede Kartoffel an, ne, geben noch so ein Küsschen, so von wegen, oh, schön ordentlich wachsen. Das Meer an Liebe, kann das vielleicht noch weiterhelfen? Ja, werden wir sehen. Das Resümee der Pflanzaktion. Die Landwirte auf der einen Seite anderthalb Stunden schon vor einer Woche eingepflanzt. Die Redakteure circa 10 Stunden, sie sind hinter uns immer noch bei der Arbeit. Und der feine Herr Chefredakteur hat heute mal eher zugeschaut. Und jetzt heißt es auf Regen warten, denn ohne Regen wird das nichts mit den Kartoffeln. Und wir sind gespannt und sehen uns dann das nächste Mal wieder hier beim Duell der Felder.